So, ich weiß nicht, ob die ganze Zeitung lügt, ne? Aber hier, es können ja auch Kinder wissen, was eigentlich mit ihnen abgeht. Es sind ja auch viele ausländische Kinder hier drin und ich finde das eigentlich beschämend und traurig. Und ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Dorfrat lässt Frau vergewaltigen als Strafe für ihren Vater. In Pakistan hat sich eine junge Frau selbst verbrannt, nachdem sie vergewaltigt wurde, als Strafe dafür, dass ihr Vater zuvor ein anderes Mädchen sexuell belästigt haben soll. Zuvor hat sie noch ein totes Kind zur Welt gebracht. Im pakistanischen Dibulgabi hat eine verheiratete Frau verbrannt, nachdem sie auf den Beschluss des Dorfrates vergewaltigt wurde. Bevor sie starb, brachte die Frau noch ein Baby tot zur Welt. Ausgelöst wurde die Tragödie offenbar durch den Vater der Frau. Medienberichten zufolge war er vor einigen Monaten erwischt worden, als er versuchte, ein minderjähriges Mädchen im Dorf im Distrikt Gujrat sexuell zu belästigen. Der Vater sei von der Polizei Ende März festgenommen, aber nach einiger Zeit wieder freigelassen worden, schreibt unter anderem pakistanischen Zeitung Dwan. Der Fall wurde anschließend mit dem Dorfrat vorgelegt. Dieser habe entschieden, dass der Vater des Mädchens zur Strafe für die versuchte sexuelle Belästigung seiner Tochter die Tochter des Täters vergewaltigen soll. Die Frau wohnte, Mensch, ist das alles krank, doch, in den Berichten zufolge der Zeit im Hause des Vaters, weil ihr Ehemann im Ausland weilte. Polizei sucht Leichnam, deswegen 5 Monate später setzte die Frau selbst in Brand. Sie sei durch die Vergewaltigung im Auftrag des Dorfrates schwanger geworden und habe ihrem Mann, der von einem Auslandaufenthalt zurückgekehrt ist, nicht gegenübertreten wollen, erzählte sie der Zeitung zufolge wenige Tage vor dem Tod. Im Mayo hat Özbatal Provinzhauptstadt Lahore und Polizei. Die Frau war in kritischem Zustand in der Klinik eingeliefert worden. Bevor sie starb, brachte sie noch ihr Baby tot zur Welt. Schwangere Mädchen lebendig verbrannt für das Vergehen ihres Vaters. So, jetzt sagt mir mal, ist das alles Lüge? Ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Was ist jetzt wahr und was ist nicht wahr? Warum steht denn so viel da drin über Pakistan? Aus Langeweile, weil sie Pakistan schlecht machen wollen oder was? Ich weiß nicht. Also. Tja. Es ist echt beschämend. Ja. Stimmt es nur oder stimmt es nicht? Was meint ihr? Würde mal gern eure Antwort wissen.